zum ersten Präsidenten der neuen EU-Kommission. 10 Jahre lang wurde er Architekt dessen, was Sie heute in Brüssel erleben. Und Sie wundern sich über mangelnde Demokratie? Das war vor 50 Jahren. Wenn man so will, der Architekt hat das vorausgesehen und hat eine Behörde geschaffen, die fantastisch funktioniert. 27 Hanseln werden ernannt, das sind die EU-Kommissare, und denen steht ein Apparat von 54.000 Karrieretechnokraten zur Verfügung. Keiner von denen ist demokratisch gewählt, die kennen Sie gar nicht. Und sie regieren Europa. Die können Direktiven veranlassen ohne das Parlament, die für 500 Millionen Menschen verbindlich sind. Und dann sehen Sie hier unten dieses kleine Würfelchen hier mit der Zahl 736. Was ist das? Welche Ideen? Das ist das EU-Parlament, richtig. Fällt Ihnen was auf? Auf einen EU-Parlamentarier kommen 80 Technokraten, die aufpassen, dass die ja keinen Unfug machen. Europa heute. Also, ich fasse zusammen. Das Pharma- und Chemiekartell ernennt die EU-Kommission, nicht Sie. Dann gibt es eine Mauer. Und jetzt kommen Sie hier. Da sind 500 Millionen Menschen, die dürfen ab und zu mal wählen, ein Parlament. Aber das Parlament, das trifft auf diese Mauer. Weil es hat keine Rechte, es hat keinen Einfluss auf die EU-Kommission. Es kann keine Gesetze initiieren, ein Grundrecht jeder Demokratie. Man sagt Ihnen das nicht.